Wir haben uns aufgeschuldet über die vergangenen Jahrzehnte, haben jetzt einen sehr hohen Schuldenstand und die nächsten Inflationswellen werden nicht solide bekämpfbar sein und daher sehr, sehr hoch ausfallen. Edelmetallfreunde, es ist mir eine Freude, Dimitri Speck zu begrüßen. Buchautor, geschätzter Fachreferent unter anderem auf unserer Edelmetallmesse, Börsenbriefschreiber. Dimitri, viele werden dich kennen, aber vielleicht einige nicht. Magst du vielleicht, bevor wir uns umfangreich mit Gold, Silber, Geopolitik und so weiter beschäftigen, noch ein paar Worte über dich sagen? Also erstmal herzliche Grüße in die Runde und es ist natürlich nicht immer schön, über sich selbst zu sprechen, aber zu meinem Hintergrund, also ich komme aus dem Bereich Quant eher, also computergesteuerte, softwaregesteuerte Analysemethoden und Handelssysteme und habe mich dort dann auf Momentumstrategien und Saisonalität spezialisiert, unter anderem auch die Webseite seasonex.com für saisonale Studien und Event-Studies in die Welt gerufen. Parallel dazu habe ich ziemlich ausgiebig recherchiert über das Finanzsystem, Geldtheorie, makroökonomische Zusammenhänge und dergleichen. Auch im Kontext von Gold natürlich, habe zwei Bücher geschrieben, die beide lesenswert sind. Einmal Geheime Goldpolitik und das andere Mal Die größte Finanzblase aller Zeiten. Die größte Finanzblase aller Zeiten, Dimitri, ja, wir sind vielleicht in der Endphase. Gold und Silber entwickeln sich, wie wir es im Prinzip lange erwartet haben. Leute sind fasziniert, es werden mehr von einem relativ niedrigen Niveau aus. Gold wurde ja lange Zeit als totes Investment für Ewiggestrige oder, naja, Goldbugs angesehen. Hast du denn den Eindruck, dass sich das von einem Randthema langsam geändert hat oder ist es weiterhin doch etwas für Schwarzmaler geblieben? Also Schwarzmaler ist natürlich, wenn ich das sagen darf, hier ein völlig unangemessener Begriff. Gold ist Geld seit Jahrtausenden, wird als liquides Wertaufbewahrungsmittel auch heute noch genutzt, auch von Zentralbanken. Es hat also mit Schwarzmalerei herzlich wenig zu tun, ganz im Gegenteil. Also ich bin positiv eben für Gold gestimmt und es geht hier eher um den Wettbewerb der Anlageklassen. Aus Anlagesicht heraus, das heißt, wird der Goldpreis steigen, zum Beispiel, weil eben aus Aktien oder Anleihen eben Mittel abverkauft werden und dort hineinfließen. Und das ist eigentlich das Thema. Das hat mit Weltuntergangsfantasien herzlich wenig zu tun. Das andere Thema Gold ist, was Privatanleger angeht, hier in Deutschland gerade immer noch eigentlich ein völliges Randthema. Bitcoin oder Nvidia oder andere Dinge sind hier viel mehr im Gespräch, sage ich mal. Privatanleger in Deutschland haben sogar Gold abverkauft. Auch die ETF-Bestände von Privatanlegern und privaten Vermögensverwaltern sind zurückgegangen. Also das ist hier noch lange keine Chance in nur in einem mittleren Stadium, geschweige denn Endstadium. Also von so her grünes Licht. Das bestätigt genau das, was ich auch als Erfahrung habe. Man hat Bekannte und einen gewissen Kreis, der schon lange in Gold und Silber investiert. Und das tun die auch weiterhin. Aber es ist kein Massenphänomen, überhaupt nicht. Und wie du gerade gesagt hast, es wird ja auch durch die Statistiken belegt. Ich werde einige Dinge hier einblenden und auch in der Beschreibungsbox verlinken. Du hast im Prinzip Zentralbanken, die kaufen zum Beispiel die Türkei und dort auch Privatanleger. Aber wie du es gerade sagtest, in Deutschland ist die Bullion, also die Nachfrage nach physischen Metallen, deutlich gefallen. Sieht es so aus, dass im Westen der Ernst der Lage überhaupt nicht erkannt wird? Leute bleiben in Aktien, du hast Nvidia zum Beispiel genannt. Also alles wird gut, diese Denkweise? Es hat mit Ernst der Lage nichts zu tun. Es ist ganz einfach so, die Anleger konditionieren sich aus vergangenen Erfahrungen, die wenigsten Anleger versuchen mathematisch und historisch die Anlagen zu analysieren. Und wir haben einfach 40 Jahre lang, seit Anfang der 80er Jahre, einen Trend fallender Zinsen. Das ist gut für Anleihehalter gewesen. Das ist gut für die Aktien und Immobilien gewesen. Wir haben einen Aufbau der Verschuldung, also Schuldenniveaus relativ zur Wirtschaftskraft seit dieser Zeit.
das auf Rekordniveau ist. Das heißt, es gibt auch umgekehrt, weil zu Schulden gehört ja auch immer ein entsprechendes Guthaben, ein Guthaben das hoch ist und das eben nach Anlage strebt. All das hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten. Wir hatten Zentralbanken, die alle Krisen gemeistert haben. Das muss man ehrlicherweise sagen, gemeistert in dem Sinn, dass es eben nicht zu einer Katastrophe kam. Sprich zum Beispiel die Finanzkrise 2008 oder darauf ein paar Jahre später die Eurokrise. Das sah ja alles sehr kritisch aus. Ist nichts passiert. Das hat alles die Anleger konditioniert. Die tun einfach diese vergangene Episode fortschreiten und sehen im Unterschied der 70er Jahre eben noch nicht den Bedarf, sich zum Beispiel gegen Inflation zu schützen. Und hier ein kleiner Hinweis: Zentralbanken können die Inflation mit den Mitteln der Gelddruckerei nicht bekämpfen. Und wir haben immer noch eine relativ hohe Inflationsrate und meines Erachtens wird die auch wieder deutlich steigen. Also die Leute sind konditioniert, ihre Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte, die wirken sich hier aus. Es hat ja irgendwie immer wieder geklappt. Und dennoch ist der Preis ja wesentlich gestiegen. Wir haben nominal, real natürlich noch nicht, neue Hochs erreicht mit fast oder mit über 2.400 Dollar sogar. Wer kauft denn? Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Zentralbanken, die kaufen. Wir sehen hier zum Beispiel die Goldreserven Chinas. Hier sind die Goldreserven Indiens, natürlich von der Tonnage her überhaupt nicht vergleichbar mit China oder USA. Hier die Goldreserven Russlands, die in den letzten Jahren flach waren oder seitwärts gingen, vorher aber stark anstiegen und jetzt auch wieder leicht zunehmen. Und dann noch ein ganz aktueller Artikel vom WGC, dass auch die neuerlichen Goldkäufe der Zentralbanken wieder ansteigen. Und zwar sehen wir das hier. Türkei zum Beispiel hier erwähnt, Kasachstan, Indien hatten wir gerade, China natürlich. Was auffällt, westliche Zentralbanken sind überhaupt nicht dabei. Der Markt wird von Zentralbanken dominiert. Meinst du, dass wir hier eine Bewegung sehen, dass Zentralbanken aus Fiat raus vermehrt in Gold gehen, dass dieser Zug Fahrt aufnimmt? Denn es wurden ja eindeutig in den letzten Jahren bei den Zentralbankenkäufen Rekorde gebrochen. Also das Zentralbankthema muss man meines Erachtens gleich von verschiedenen Aspekten adressieren. Du hast ziemlich viel jetzt aufgegriffen. Einmal die westlichen Zentralbanken haben ja bereits einen relativ hohen Goldanteil, der weitaus höher ist als bei den Entwicklungsländern, auch China oder und erst recht natürlich Indien und dergleichen. Das ist der erste Punkt, der wird oft übersehen. Für den Goldanleger bedeutet es ganz einfach, dass diese Zentralbanken der aufstrebenden Länder, die ja jetzt gar nicht mal mehr so arm sind, wie vielleicht manche Leute das noch im Kopf haben, sondern das sind ja teilweise technologisch schon sehr, sehr weit, diese Länder, auch wenn sie natürlich in anderen Bereichen immer noch zurückhängen. Aber China hat schnelle Züge, die auch fahren, die auch rüttelfest fahren. Es gibt natürlich auch Defizite, zum Beispiel die Qualität der Immobilien und dergleichen. Also China ist einfach wirtschaftlich extrem wichtig. Das gilt auch für Indien und viele andere. Und diese haben einen sehr geringen Goldanteil und das bedeutet nichts anderes, dass sie A, sehr viel noch kaufen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass das Währungspolitische, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, das heißt, die USA, ich sage es ganz kurz an dieser Stelle, haben eine Auslandsverschuldung von 15 bis 20 Billionen US-Dollar angehäuft in den letzten Jahrzehnten und haben letztlich ein Interesse, diese Schulden niemals mehr mit realen Gütern sozusagen auszugleichen. Das ist einfach das Gegenstück dessen, dass der US-Dollar die Weltreservewährung und die Weltleitwährung ist und war. Und das heißt, es ist eigentlich nicht im Interesse Chinas und anderer Länder, hier weiterhin diesen Zustand beizubehalten, weil es einfach bedeutet, dass sie irgendwann den Wert dieser Reserven verlieren werden, durch Inflation zum Beispiel. Und das Dritte ist, das ist ein geopolitischer Aspekt, die westlichen Politiker haben ganz eindeutig beschlossen, eine Goldhausse zu starten. Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen, indem sie eben die russischen Devisenreserven der Zentralbank und auch von Privatleuten, also ganz merkwürdig, eingefroren haben und jetzt auch noch entwenden wollen, sage ich mal. Das ist ein Schuss ins eigene Knie in jeder Beziehung. Das wollen sie jetzt für die Ukraine verwenden, was natürlich auch Unfug ist, weil die realen Güter dazu und Dienstleistungen werden natürlich vom Westen erbracht werden und nicht von Russland oder so, ganz gleich, wie es finanziert ist. Das heißt, es ist eine reine Showaktion.
Aber nichtsdestoweniger, diese Aktion ist auch eine Show gegenüber der restlichen Welt. Man sagt nämlich ganz klar, dass eben westliche Guthaben gefährdet sind. Und das merken die Zentralbanken. Deswegen haben sie ja in den letzten 2 Jahren Treasuries, also US-Schuldverschreibungen, stark abgestoßen, die Zentralbanken schon, und relativ viel Gold gekauft. In den letzten 2 Jahren war das bis zum Dreifachen oder so des Mittelwerts davor, ab 2008. Also es ist eine ganze Menge Gold, die die Zentralbanken kaufen aus diesem Grund, ganz einfach, weil sie eben befürchten, ja, die chinesische und andere auch. Es werden ja mehrere Dutzend Länder bereits sanktioniert, auch wenn sie keinen Krieg haben wollen, dass sie eben politisch unter Druck gesetzt werden können über diese Reserven, über die Dollarreserven und Euroreserven, dass Europa sich da angeschlossen hat. Gut, ich möchte mich hier nicht über die Qualität unserer Politiker äußern, das ist ja ein anderes Thema nochmal. Auf jeden Fall ist es nichts anderes als sozusagen Zentralbanken kauft Gold und kauft noch Gold für 10, 20, 30 Jahre. Sie haben sehr viel Mittel. Sie müssen diese Mittel umschichten, weil die Dollarreserven und anderen Währungsreserven eben gefährdet sind durch Inflation und durch drohende Einfrierungen. Und da bleibt halt herzlich wenig. Und das ist, wie gesagt, sozusagen eine sichere Bank für Gold, sage ich mal. Ich wüsste nichts, was den Vertrauenseinbruch der Sanktionen heilen könnte. Kann mir kein politisches Szenario vorstellen, das auch nur halbwegs realistisch ist. Also das hat der Westen wirklich, ich weiß nicht, das ist eine Art Selbstmord. Stimme ich dir zu, und damit hast du quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, denn die Länder, die ich gerade gezeigt habe, das waren ja nicht umsonst alles BRICS-Länder. Also man hört ja nun immer Gerüchte, sie wollen eine ja mit Rohstoffen oder Gold unterlegte BRICS-Währung machen. Auf jeden Fall wird der Handel in Dollar, Petrodollar, nicht nur beim Öl weiter zurückgedrängt. Also es sieht doch so aus, dass wir auf der einen Seite ein überschuldetes und zerbröselndes westliches Finanzsystem haben und ein östliches, das neu im Entstehen ist, natürlich auch durch die Abkoppelung von SWIFT, durch die Beschlagnahmungen der Reserven, was du gerade gesagt hast, forciert, haben wir hier diese zwei Pole, die sich aufbauen als ja, zwei Gegenpole, wobei unserer, wie es aussieht, der Verliererpol sein wird. Also ich sehe diesen Gegensatz nicht so stark. Also man muss sich das einfach mal wirtschaftlich anschauen. China ist genauso verschuldet wie der Westen als Beispiel, als mit Abstand wichtigstes BRICS-Land. Die BRICS selbst sind völlig unterschiedliche Länder. Da sind Rohstoffexporteure drin, da sind Länder drin, also wie Russland oder Saudi-Arabien bald wahrscheinlich. Da sind Länder drin, die wirtschaftlich eigentlich gar nicht zurechtkommen, wie Ägypten es geplant. Da sind Länder drin wie Indien und China, also China vor allen Dingen als Exportland, die untereinander jetzt auch nicht unbedingt grün sind, sage ich mal. Also diese Bipolarität kann man in dem Sinn jetzt nur zum Teil ausmachen, aus diesen Gründen würde ich sagen. Aber es gibt ganz klar den Westen als sozusagen unipolare Macht, die sich aber immer mehr auf sich selbst beschränkt, und den Rest der Welt, der aber nicht einheitlich ist. Ja, wirtschaftlich. Und das ist bei wirtschaftlichen Überlegungen und auch bei Währungsüberlegungen eben ziemlich maßgeblich. Selbst der Euro hat ja nicht funktioniert, zum Beispiel, obwohl die Euro-Staaten sich einander viel mehr ähneln als, sage ich mal, Brasilien und China oder so. Ja. Also das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Aber es ist ganz klar, dass ein Teil der Exportstaaten, sage ich mal, ein starkes Interesse daran haben, sich von Dollarreserven abzuwenden, ja, wenn ich das mal sagen darf, und die nicht westlichen, und zwar wie aus dem schon genannten ökonomischen Grund, weil es hier eben eine hohe Verschuldung der USA gegenüber dem Ausland gibt. Das ist das Gegenstück. Ja. Wenn der US-Dollar die Weltreservewährung ist, dann müssen die Dollar zur Verfügung gestellt werden. Das heißt nichts anderes, als dass die USA sich im Ausland verschulden. Ja, nur dann kann der Dollar Weltleitwährung sein, oder ist es geworden seit den 1960er Jahren. Das hat eben ökonomische Nachteile realwirtschaftlich für alle Länder, die Dollarreserven halten. Eben weil diese eben wertlos werden, weil die niemals so für reale Güter in gleichem Umfang zurückbekommen werden. Ja. Und das Zweite ist eben, dass alle nicht westlichen Länder letztlich von diesen Sanktionen in der Zukunft bedroht sein werden.
dieses geopolitische Risiko. Diese beiden Punkte sind ganz klar. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit BRICS zu tun, sondern es hat ganz einfach was mit dem Westen und der USA auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen Seite zu tun. Du hast mir den USA das Stichwort gegeben. Gold und Silber, andere Metalle werden nun mal noch in Dollar meistens ausgepreist. Und wenn ein Land schuldentechnisch so richtig über die Stränge schlägt, dann sind es die Amerikaner. Hier eine Darstellung von Visual Capitalist. Hier muss man sogar schon blättern, weil hier die Zinszahlungen dermaßen nach oben schießen. Das war per Ende 23. Das ist ja auch mit das Hauptargument, ob für Staaten, Privatleute oder Institutionen eben diese völlig ausufernde Verschuldung der Amerikaner, die jetzt auch bei den gestiegenen Zinsen viel mehr Schuldendienst logischerweise erfordert. Also die Schuldzinszahlungen explodieren. Es sieht doch so aus, dass überhaupt nichts mehr den Anstieg von Gold und Silber aufhalten kann. Und ich habe neulich bei Zero Hedge war es, glaube ich, sogar gelesen, wenn das sich so fortsetzt, könnten die Zinszahlungen sogar 1,6 Billionen erreichen. Also die Floskel ist strapaziert, Endphase des Fiat-Geldes. Wir haben lange drüber gesprochen, im Prinzip seit 2000, als Gold hochging. Einige Leute, Paul C. Martin, ich erinnere mich daran, schon seit den 80er Jahren. Also man kann recht haben, aber es kann dann doch sehr lange auf sich warten lassen. Ist die Floskel jetzt vielleicht näher, als wir denken, dass wir tatsächlich die Endphase sehen und dass vor diesem Hintergrund Gold und Silber immer noch lächerlich billig sind? Man vergleiche nur mal diese Zinszahlung mit der Jahresproduktion an Gold oder dem Gegenwert. Das ist absolut nichts, oder? Also, du hast ja ziemlich viele Stichworte in den Raum geworfen. Also erstmal vorab, als ich vorhin von Verschuldung sprach, der USA, meinte ich die Verschuldung gegenüber dem Ausland. Auch andere Länder, zum Beispiel Europa, Japan und China, sind insgesamt ähnlich hoch verschuldet wie die USA. Ja, und teilweise sogar höher. Also das sind die USA nicht Rekordhalter, aber auch sehr, sehr hoch. Ja. Und haben vor allen Dingen auch ein hohes Staatsdefizit. Das vorab. Das Zweite, du verwendest so Begriffe wie Fiat-Geld. Das ist ein sehr unscharfer Begriff, der sich in den letzten Jahrzehnten hier eingeschlichen hat. Also die deutschsprachige Ökonomie hat hier viel differenzierter argumentiert, schon seit den 1950er Jahren, indem sie von Kreditgeld zum Beispiel gesprochen hat und von Willkürgeld. Man muss hier nämlich genau differenzieren, was eigentlich gemeint ist. Also es gibt nicht Fiat-Geld und auch nicht das Ende des Fiat-Geldsystems, sondern es gibt zum Beispiel Kredite, die zirkulieren können und in einer modernen Wirtschaft dann als Geld zirkulieren und Geld genannt werden. Das ist also ökonomisch ein anderer Sachverhalt, den man präzisieren muss. Das, worauf es hier ankommt, ist der hohe Schuldenstand gegenüber der Wirtschaftskraft. Ja, das ist die zentrale Größe. Deswegen spreche ich auch von der größten Finanzblase aller Zeiten. Also global gesehen ist die Gesamtverschuldung bei etwa 250% gegenüber der Wirtschaftskraft, also dem BIP, dem Weltsozialprodukt, so ein präziser sagen, weil es gibt ja kein Weltinland, angekommen. Das ist mehr als das Doppelte der Zeit von 1950 bis 1980. Ja. Und du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt hervorgehoben. Das ist das, nämlich die Zinszahlungen. Ja, traditionell wird ja Inflation mit steigenden Zinsen bekämpft. Also wir hatten Leitzinsen in der Größenordnung von 20% in den 70er Jahren, um die Inflation endlich zu besiegen damals. Und die hat nicht stärker angefangen, ab dem Ende der 60er als aktuell. Ja. Und auch damals gab es wiederholt Phasen, wo die Leitzinsen oberhalb der Inflationsrate waren und die Inflation trotzdem weiter stieg. Ja? Das heißt, um die Inflation zu bekämpfen, müssen Zinsen eventuell sehr stark angehoben werden. Und jetzt hast du diesen Chart gezeigt mit dem Volumen dessen, was allein der US-Staat für die Zinsen ausgeben muss. Ja, also wenn wir jetzt, der US-Staat ist jetzt vielleicht noch mit 3,5% oder was zahlt er aktuell Zinsen, weil er hat ja auch Schulden früher aufgenommen und noch zu niedrigeren Zinssätzen. Stell dir vor, das ist jetzt nicht 3,5, sondern sind jetzt 9% oder so, die er zahlen muss. Ja, das heißt, das Dreifache und das bedeutet nichts anderes. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir jetzt einen doppelt so hohen Schuldenstand gegenüber der Wirtschaftsleistung haben, bedeutet das nichts anderes, als dass die Volkswirtschaft für die Zinszahlungen das Dreifache im Prinzip erwirtschaften muss. Und das geht einfach nicht mehr. Ja, also wenn wir einen Schuldenstand
einfach das Rechenbeispiel von 250% haben und 20% werden dafür für Zinsen verwendet, dann hieße das, dass 20 mal 2,5, also 50% der Wirtschaft, der Volkswirtschaft allein für den Zinsendienst draufgehen müssten. Das geht nicht. Das heißt aber nichts anderes, als dass die nächsten Inflationswellen nicht besiegbar sein werden durch bloße Zinserhöhungen. Das geht nicht, ja? Weil der Zinsendienst real nicht erwirtschaftet werden kann. Er könnte nur durch neue, frische Verschuldung erwirtschaftet werden, in Anführungsstrichen, was dann natürlich wieder mehr Inflation bedeutet. Also das ist das zentrale Thema eigentlich der größten Finanzblase aller Zeiten. Wir haben uns aufgeschuldet über die vergangenen Jahrzehnte, haben jetzt einen sehr hohen Schuldenstand und die nächsten Inflationswellen werden nicht solide bekämpfbar sein und daher sehr, sehr hoch ausfallen, meiner Meinung nach. Das scheinen auch einige Politiker oder Zentralbanker so zu antizipieren. Nicht umsonst wird ja die CBDC-Bewegung so vorangetrieben, aber darauf kommen wir später noch. Du hast ja in deinen Büchern auch die Goldmanipulation umfangreich untersucht. Es sieht möglicherweise so aus, dass diese jetzt beendet ist. Die Commercials shorten auch nicht mehr so, wie sie es früher gemacht haben. Da wäre ja diese Bewegung auf 2400 mit Rekordshorts beantwortet wurden, die dann eingedeckt würden, wenn alles wieder normal ist. Hast du denn Erkenntnisse, dass das so nicht mehr funktioniert? Haben die denn vielleicht aufgegeben? Also die systematische Goldpreisdrückung begann im August 1993, eine zweite Phase, da wurde die Methode geändert, war 1996, 2001 wurde das erste Mal die Drückung unter ein Niveau aufgegeben, da hat Greenspan damals die Bullionbanken, die Short Gold waren, informiert. Seitdem stieg ja damals stieg ja der Goldpreis um das 8,5-fache oder so zwischen 2001 und 2011. Aber auch während dieser Phase des Anstiegs gab es Drückungsepisoden, insbesondere zum Beispiel in Krisenphasen. Also wenn die Zentralbanken ihre Methoden oder die Goldpreisdrücker, sage ich mal, da sind auch private Banken dabei, ihre Methoden ändern der Goldpreisdrückung, heißt es das nicht, dass die aufgegeben wird. Und auch ein Anstieg des Goldpreises um das 10- oder 20-fache, also damals war es 8,5-fach, heißt nicht, dass nicht gedrückt wird. Ja, auch aktuell wird gedrückt. Und dennoch steigt der Goldpreis. Also es geht einfach nur darum, zu starke Goldpreisanstiege zu verhindern. Es geht darum, zum Beispiel, wenn Krisenstimmung aufkommt, einen Goldpreisanstieg zu verhindern, damit eben das Vertrauen ins Finanzsystem bleibt. Ja. Aber es geht nicht mehr darum, wie in der Anfangsphase der Goldpreisdrückung den Goldpreisanstieg zu verhindern. Dazu bräuchte man physisches Material und es ist anscheinend keine westliche Zentralbank mehr bereit, hier durch Goldleihe oder Goldverkäufe größere Bestände in den Markt zu werfen. Also die Goldpreisdrückung glättet den Goldpreisanstieg, verhindert ihn aber nicht. Das heißt nicht, dass sie beendet sein wird. Ja, also ich denke, die Geldpolitiker werden noch viele Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte lang ein Auge auf den Goldpreis werfen, um es mal so auszudrücken. Eine interessante Beobachtung ist ja auch, dass man in China seit mehreren Wochen oder Monaten gar mittlerweile Aufgelder hat in Shanghai an den beiden Börsen. Das ist ja eine Sache, die es früher nicht gab. Also das ist sicher auch ein Argument dafür, dass diese übliche westliche Drückerei nicht mehr funktioniert, weil ja einfach aus dem Westen das Metall abfließt und die Chinesen sogar bereit sind, mehr zu bezahlen, oder? Ja, das ist das Privatanlegerthema. Da hat der Westen aus schon genannten Gründen hier einfach im Moment die westlichen Privatanleger sind hier einfach sehr zurückhaltend. Die chinesischen Privatanleger sind das nicht. Ja, die kaufen gerne Gold. Der Immobilienmarkt in China steigt nicht mehr. Die Aktien sind lange gefallen. Das heißt, wir haben hier auch wieder den Wettbewerb der Anlageklassen. Chinesen können auch schlecht nur mit Problemen ihr Geld ins Ausland bringen. Also auch das favorisiert den Goldpreis, die Lage der chinesischen Privatanleger. Die Zinszahlung der Amerikaner, du hast es gerade erwähnt, es gibt ja nirgendwo irgendwelche Bemühungen, dieses hergebrachte Finanzsystem wieder auf solide Beine zu stellen. Wenn der Karren einmal weit im Dreck ist, wüsste ich auch nicht, wie man das überhaupt bewerkstelligen könnte. Es läuft also irgendwie auf eine, naja, ich sage mal, Singularität hin. Du hast verschiedene Planspiele, die gemacht werden, Cyberpolygon. Irgendwelche Hacks. Höchste Zeit für Privatanleger oder alle, die
schwer oder leicht erarbeitetes Geld verdient haben, das in Sicherheit zu bringen. Denn das, so wie es jetzt ist, kann doch eindeutig nicht gerettet werden. Und es läuft doch auf etwas hin, das Schwab und seine Freunde mit Great Reset bezeichnen. Was meinst du? Ich glaube, diese Planspiele von Schwab und Co., die, ja, ich schaue mir einfach die Daten an und nicht, was diese Leute im Kopf haben. Das ist zwar auch von Bedeutung und muss man berücksichtigen, aber man darf jetzt nicht annehmen, dass die einfach so die Welt beherrschen und alles bestimmen können. Also wir haben in den Anlageklassen, wir haben einfach zu viel Schulden, damit haben wir zu viel Guthaben. Und in der Geschichte war es immer so, dass ein zu hoher Schuldenstand irgendwie sich normalisierte. Dann ist das Finanzsystem wahrscheinlich auch wieder stabil. Ich rechne aber damit, dass das 10, 20 Jahre oder was dauert. Das ist jetzt nichts von heute auf morgen. Aber es bedeutet eben, wenn die Schulden zurückkommen, dass auch die Guthaben zurückkommen. Ja, also die Sparer werden real, also inflationsbereinigt, zum Beispiel die Hälfte verlieren. Also da sehe ich eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und das hat jetzt nichts mit Planspielen von irgendwelchen Leuten zu tun, die das ganze System oft auch nicht genau genug analysieren, in meinen Augen. Das muss man ja auch mal sehen.